Hallo Leute, ich bin's, SEK von Schalke den Kumpel. Endlich bin ich da, was hat sich denn nicht alles getan seit dem letzten Teil von Let's Play New Super Mario Bros. Es hat sich so viel getan, White Slicer LP ist jetzt bei uns und er macht viele LPs, viele, viele, viele. Ja, und jetzt habe ich endlich Sommerferien, ich habe endlich wieder Zeit und kann mich wieder mit dem... Der Teil fängt gut an. Mit dem beschäftigen, was mich wirklich interessiert. So, und jetzt konzentrieren wir uns mit dem Turmlevel. Und wir holen uns jetzt Bowser Jr. und hoffentlich nicht so fail wie gerade vorher. So, ich wollte noch ein bisschen mal gucken, wie gut ich die Steuerung noch kann. Und ich kann sie nicht gut, wie es aussieht. So, ich wollte nur kurz erklärt haben, wieso so lange jetzt her ist. Oh nein, das tue ich jetzt nicht. Gerade jetzt ist es blöd. Moment. Warum ich dieses LP nie weitergemacht habe, einfach zeitlichen Gründen. Das werde ich jetzt alles aufholen. Nachher wird auch noch Newer Super Mario World. Super Mario. Hallo? Super Mario Brothers fertig gemacht. Also. Es wird alles fertig. Macht doch keine Sorgen für jeden, der das LP mag. Es wird weitergehen. Jetzt aber erstmal der Kult. Das Originale für den DS. So. Ich glaube, ich kann mich auch... Ich dachte schon jetzt. Was ich auch machen will, wenn ich mit dem DS-Spiel fertig bin, möchte ich New Super Luigi U anfangen. Weil ich gehört habe, dass es doch sehr fordernd ist. Ich habe es mir auch schon runtergeladen, aber wie gesagt... Holy. Bin nie wirklich dazu gekommen, es zu zocken. Also wir werden... What the? Lol. Wir werden es sehen. Ich muss mich erst wieder mit der Steuerung gewöhnen. Ach so. Knochentrocken, ja. So. Das Coole ist ja, was ich echt toll finde, immer wenn ich ein Level spiele, ungefähr weiß ich dann immer, was das genau war. Also... Ich habe mir doch die Levels damals sehr eingeprägt, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Wow, so ein Chimney. Ja, du bist natürlich jetzt ganz schön lame. Ha! Ja, also die Bosse in diesem Spiel sind noch lächerlicher als die in U und in V. Also, naja, das ist halt ein Kritikpunkt, aber kann man nicht ändern. Man muss auch immer bedenken, es ist halt ein Spiel für Kinder. Also, kann man das, kann man so, kann man es entschuldigen, aber... Naja, ich weiß nicht, ob man es so entschuldigen kann, aber ich sag mal ja, deswegen. So, und wir machen weiter mit Welt 2.5. Ah, das war das, oder ja. Holy shit. Okay, jetzt gehen wir voll ab. Ja. Alles niederrammen. Guck mal auf, dass das ein Fake-3D-Effekt, der da entsteht. Bam. Shit, ich will noch ein Leben haben, Mann. Komm her. Yay. One up. Okay, Boden scheint man hier nicht verlieren zu können. Oh, sonst passiert eigentlich nichts. Die Idee halt hinter diesem Level sind diese springenden Fragezeichenblöcken. Die erkennt man eh, weil die haben so einen Fake-3D-Effekt, nenne ich das immer. Ja, mal guckt hier, jetzt. Naja, lol. Holy, aber die können einem wehtun, wenn sie einen auf den Kopf springen. Also man darf sie doch auch nicht unterschätzen. Aber da wird das Spiel ja nicht hier so, wow, what the... Ach, diese Bumerangbrü... Oh, wenn das jetzt... Wenn das passiert wäre... Hallo, geh rein. Also, da wir es ja nicht zu 100% zocken, ist es nicht nötig, dass wir den auf den... Moment. What the? Hä? Das ist eine Münze, oder? Are you kidding me? Moment. Kann ich das vielleicht? Nee. Schade, hätte ja sein können. Nein! Junge, ich sag's ja, die sind... Holy, Bug Time! Und fertig. Ja, es ist wirklich ein schönes Spiel immer wieder zum Spielen und das fällt mir gerade auf, holy shit, ihr habt keine Musik. Ha, epic fail.
Jetzt habt ihr Musik, sorry. Oh Gott. Jetzt habt ihr aber wirklich die Musik. Also spammt nicht die Kommentare voll, ich habe auf die Musik vergessen. Sie ist jetzt eh da. Ich habe es irgendeinen Grund vergessen. So, ach, das Level. Das ist cool, das war sogar sehr ein bisschen fordernd. Damals, als ich gespielt habe, war es sehr fordernd. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Mal gucken. Ja. Ha, lol. Man, es schwant schon einem, was jetzt gleich passieren wird. Sie landen alle auf dem Plattform, auf der Plattform. Ein Trinket! Trinket der Münzen. Natürlich, wenn ich eine Starcoin finde, werde ich sie auch. Oh, schau, ich mache es mir schon fast selbst zu schwer. Dann werde ich sie natürlich auch versuchen zu erwischen. Hey, lol! Das habe ich damals nie gewusst, das war Zufall. Mal gucken, was hier ist. Ah, shitty! Warum? Für was ist die obere? Ja. Double kill. Ach so. Vor dem Manzen. Wow. Jetzt geht's voll ab. Shoot him. Ha, ich habe ihn sogar einmal erwischt. Also man sieht, das Level ist so. Jo. Ich weiß gar nicht, warum es so fordernd für mich war. Lol. Also es ist irgendwie witzig, wenn man es dann nachher immer spielt, ein Spiel, das einem damals immer so wirklich extrem gut gefallen hat, ah lol. Und dann denkt man sich, water, warum war das so schwer? Nein! Wieso habe ich das gewusst? Ich habe schon irgendwie gesehen, dass das jetzt kommt. Ich habe es gesehen, dass das kommt. Das war schon so absehbar, weil ich gesagt habe, ah, ist so leicht, dann falle ich runter. Hallo? Mario, are you kidding me? Ist halt auch, man muss wirklich, das ist, hört sich nach Ausrede an, aber mit dem Keyboard ist es wirklich nicht so, ach komm, als würde man es am DS spielen, ist einfach wirklich ein anderes Feeling. Deswegen passieren mir solche Fehler sehr oft, dass ich mich verspringe. Schade. Aber man muss wirklich sagen, also es ist ja nicht so, als wäre ich durch die Gegner gestorben, es ist einfach Dummheit. Shit. And bam. Ha, sogar erwischt. Ah, duck it. Voila. Take the Münzen. Also die Münzen in dem Level sind eigentlich, jo. Ich finde den Hintergrund irgendwie geil für damals. Das ist doch geil, wenn mich jetzt. Der hat so auch so einen geilen, wenn ihr mal guckt, der hat so einen. Ich nenne es immer Fake 3D-Effekt, weil es ist ja nicht 3D, es ist 2D, 3D, einfach gut die Perspektive ausgenutzt. Da, da. Wow. Bam. Shit, go away. And take it. Shoot him! Schade. So, und jetzt bitte nicht wieder runterfallen, das wäre echt lame. Es ist doof, dass man den hier nicht. So. Weil das ist ja wirklich nicht schwer, das ist halt einfach nur Plattform, von einer Plattform zur nächsten. Was macht der Feuerball da? So. Erstmal warten. Ah, das ist cool, das hat mir damals zugefallen, das war eine echt geile Idee. Wuff. 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 Und. Aber wirklich eine geile Idee von Nintendo, muss man sagen. Holy! Jetzt dachte ich mir schon, das geht zu weit nach oben.
Yay, Level geschafft. Denker-Zahn-Eiser. Und jetzt kommt der erste Gegner, was ja cool, was mir wirklich, wirklich unglaublich gut gefallen hat bei New Super Mario Bros. War, dass du nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich bin, oh, jetzt habe ich viel Glück gehabt. Einer der wenigen, dem diese Idee mit den Koopalingen nicht so gut gefällt, denn damit baut Nintendo einfach in jedem Spiel die Koopalinge ein, das hat sich erledigt, was ich eigentlich doof finde. Und in diesem Spiel, oh shit. Ja, ist klar. Hat man immer andere Bossgegner, das werdet ihr auch sehen und das hat mir echt gut gefallen damals und jetzt auch noch. Wow. Das verstehe ich eigentlich gar nicht, aber Logic halt. Achso, shit, der erwischt mich. Das, na, hätte ich mir denken können. Ja, das Level war cool, das hat mir gut gefallen. Das war auch damals schon relativ nice. So, und was, das hat mir so gut nämlich gefallen, dass man jetzt nach draußen gewechselt hat, aus der Burg raus. Holy. Ach Gott. Hallo? Ah, shit. Ich glaube, das kann ich nicht mehr. Nicht mit diesem Keyboard, oder? Hey, nice. Das darf man gar nicht unterschätzen. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich damals da gestorben bin. Besonders an dieser Stelle. Oh ja, yeah, I love it. Nein, genau das. Ich bin immer reingerutscht in die Kugel. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Und man lernt doch ein bisschen mit dem Alter. Wow. Na, oh komm Mario, was war das denn? Mach ein bisschen Schaukeln. Hallo? Ja, nee, ist klar. Jetzt schaukel verdammt nochmal. Und geh darauf. Wenn der jetzt runtergefallen. Oh ja, und jetzt kommt das Schwere. Und das ist wirklich OP. Man kann hier ein Secret, und das werde ich machen, und das sage ich, auch wenn es nicht 100% ist, das machen wir, dass wir mit dem Mini Mario die geheimen Welten verschalten. Also 4 und 7, glaube ich, waren das. Was man machen muss, den Endboss als Mini Mario besiegen, und das hört sich jetzt so an, aber das ist wirklich nicht so leicht. Mit Mini Mario ist sogar Bowser Jr. ein bisschen. Weil da verspringt man sich leicht und einmal treffen ist natürlich vorbei. Ich muss überlegen, wie war der denn überhaupt? Ah ja, auf dem Kopf her, irgendwie logisch. Genau, das war der. Wow. Okay, ich hatte nicht in Erinnerung, dass er so schnell ist. Ja, jetzt. Okay. Oh, nice. Ah, shit. Ja, muss man ausnutzen. Bam. Hey, wir könnten das wirklich schaffen. Oh, shit. Lol. Oh. Shit, hallo. Okay, das muss ich nutzen. Oh mein Gott, das war viel Glück. Okay, jetzt kommt der. Ja, okay, klar. Da. Was? Habt ihr das gesehen? What the? Okay, das war jetzt aber wirklich ein Bug. Also, das kann doch gar nicht sein. Ich hab dir genau gesehen, wie ich runtergefallen bin und in seinem Körper gestorben bin. What the lame? Ey, was ist das denn? Ja, komm. Jetzt schummelt Nintendo, weil ich es beim ersten Mal geschafft hätte. Ey, komm. Och, komm, Mario. Die Münze will ich haben. Ey! So schwer ist es dann auch wieder nicht, so. Was ist das denn eigentlich? Ja, oh, schau. Mit viel Glück. Take it. Also ich weiß, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, warum ich jetzt bei diesem Boss gestorben bin. Ich habe den Fehler nicht gesehen. Vielleicht bin ich wirklich im Millimeter, im Pixelbereich, um einen Pixel daneben gesprungen. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt es ja gesehen, ich bin im Körper gestorben, also ich habe ihn getroffen, wie es aussieht.
Spiel ist halt teilweise unfair. Nintendo wollte nicht, dass ich gewinne. So. Oh nein. Oh nein. Oh Leute, was ist denn jetzt los? Oh, jetzt ist die Concentration am Arsch. Am Arsch, wie es aussieht. Am Arsch. Am Arsch. Rrr. Das. So. Also irgendwie auch heute ist generell irgendwie nichts mit Skill. Und das, glaube ich, war es dann auch. Meine Theorie, dass Nintendo das Nintendo-Spiel gemeint hat, nee, heute ist es so schlecht, das darf er jetzt nicht skillig schaffen. Es ist ja nicht mal Skill irgendwie, dieser Boss, das muss ich auch sagen. Habt ihr gesehen, er ist wirklich nicht schwer. Und ich verstehe halt, das sind so Sachen halt. Aber es ist halt auch ein altes Spiel schon, mein Gott. Ja, war klar. So, da haben wir die Münze. Ich glaube sogar, wir haben jetzt zweimal in Folge die Münzen, alle Münzen gehabt. Also jetzt werden sie uns doch ein wenig entgegengeworfen. So, und jetzt bitte, 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 mach nichts Unfaires. Wenn ich schon sterbe, dann bitte, ich lasse mir einreden als Minima, wenn ich einen Fehler mache. Aber das war kein Fehler. Wo kommt er denn? Oh, er ist schon da. Okay. Ja, das ist klar, da guckt er ganz kurz. So, oh. You're the first. Bam. Holy! Ja, das. Oh, das ist sogar ganz schön bangt geworden. Sei doch endlich! Oh Mann! Das ist doch lächerlich gerade. Ich treffe ihn zweimal voll und dann beim letzten Hit weigere ich mich irgendwie. Komm her. Bam! Endlich! Sag ich doch, ist doch nicht so schwer. Oh nice! Oder was auch immer der das sagt. Seht ihr? Und jetzt nimmt, das sieht man hier, das erklärt einem, dass man eine Mini-Mario ist und zack, Welt 4. Und so haben wir die geheime Welt 4 freigeschalten. So. Aber wir müssen den Boss natürlich jetzt auch noch normal schaffen. Weil sonst kommen wir nicht in Welt 3 und Welt 3 für alle, die zählen können, kommt ja vor Welt 4. So machen wir das jetzt. Jetzt müssen wir schnell einen Pilz auftreiben. Weil in der Burg, das gefällt mir gar nicht als Minimal. Way! Und da ist er schon. What the? Give it to me. Normal ist der Boss dann natürlich auch noch viel leichter. Gib mir mal ein Item. So, das ist wichtig hier. Naja, man muss halt schaffen. Hier einfach immer ganz brav die Lücken. Hier ausweichen, so. Geht doch. Ja, was man einfach dem Spiel wirklich generell unterstellen kann, ist, ihr habt sie gesehen, wenn ich bis jetzt gestorben bin, dann war es meistens nicht, wirklich nicht, weil das Spiel so schwer, wie das Level zu schwer ist, einfach weil ich zu dumm war oder einfach die Steuerung mir nicht gefällt und ich dadurch mich verspringe. Siehe voriges Level. Hallo, Mario? Okay. Manchmal, glaube ich, auch buggt die Steuerung ein wenig. Kann auch sein, dass ich nur gerade blöd gehe. Warum habe ich mich an die nicht erinnern können? Hallo, ich habe das Level gerade gemacht. Ach so, Moment. Kein Mini Mario jetzt. Nein. Lol. So. Oh, das ist sogar blöd. Das ist klein.
Wir machen uns den Boss nochmal schwerer. Gefahr ist sehr hoch, dass wir nochmal sterben könnten. Weil mit dem ist es gar nicht so leicht. Kann ich denken? Ja, ja. Das sollte sich doch ausgehen zu dritt. Zack. Na komm. Bams. Ach so, damit zieht man ihn gleich mehr ab. Oh mein Goodness. Lol. Das wusste ich gar nicht, dass man ihm als Normalia. Das war mein Fehler, ja. Das war jetzt unnötig versprungen. Shit. Aber das wusste ich nicht, dass man als normaler Mario mehr abzieht. Ist aber auch cool, dass man daran gedacht hat. Aber irgendwie ist es total witzig. Irgendwie das Spiel hasst mich, weil immer wenn ich kurz davor bin, es endlich einmal in einem zu schaffen, was ja normal ist, weil es ist wirklich kein schwerer Gegner, dann verarscht mich das Spiel in irgendeiner Hinsicht immer. Ja, genau so. Hey, what the? Hallo. Shit. Oh, komm. Es ist schon so lächerlich, das ist unglaublich. Es ist so lächerlich. Meine Güte. Ist schon fast nicht mehr witzig, so lächerlich wird's. Boah, ich freue mich echt schon, wenn ich das Wii U LP beginnen kann. Und diese Steuerung, es ist einfach, ich mag die Steuerung überhaupt nicht, ja, am Keyboard, weil es einfach. Das Spiel ist ja nicht dafür gemacht worden, das merkt man eindeutig. So, jetzt gib her! Ey, Junge! Das kann doch gar nicht sein. Es gibt Leute, die können mit dem Keyboard spielen. Ich bin auf jeden Fall einer, der es nicht kann. Naja, egal, wenigstens immer normal groß. So, jetzt können wir uns wenigstens einen Treffer erlauben. Dum dum dum. Bam, bam, bam. Okay, als normaler Mario einfach ganz relaxed hingehen und dann springen. LOL! 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 Der ist gleich zweimal rausgekommen, okay. Sag ich doch nichts Schweres. Was mich interessieren würde, ist Bowser Jr. jetzt da drin? Nee. Das ist cool, das finde ich immer cool, wenn man es nochmal macht, dass dann die Animation sich ändert. Das ist nett. Weil sonst ist es ja irgendwie unlogisch. Warum sollte er wieder dort reingehen, der Bowser Jr.? Ich meine, das ist auch unlogisch, er ist nämlich in Welt 4, aber. Hey, es ist Mario. Logikfragen ist ein Blödsinn. So. Dann fangen wir an. Das passt doch perfekt zu den Sommerferien. Eine Insel mit Meer und Strand. Let's go. Welt 3. Ich weiß ja nicht, wo ich gehe, aber ich finde, diese Musik ist die beste Unterwassermusik. Ich liebe sie. Ich finde die so episch. Shit! Wieso habe ich diesen Fisch erst jetzt gesehen? What the? What the? Boah, ich habe den Fisch nicht.